Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem weiteren War Thunder Video. Und heute machen wir Luftschlachten und ich bin mal gespannt, wie das eskalieren wird, ob wir überhaupt beste Staffel heute schaffen und ob ja, wir gut zusammen überhaupt arbeiten. Aber ja, das denke ich schon, davon gehe ich aus, ne? Ja, ich bin auch dabei. Ja, dann suchen wir mal. Du hast das gar nicht erwähnt. Ja. Ja, machen wir. Ja, sehen wir uns auf jeden Fall nach einem kleinen Cut wieder. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag zurück. Ja, super. Es ist draußen in War Thunder ein wunderschöner Tag. Wir haben blaues Meer. Ist bei mir zumindest. Oder ist das eine Bergmap? Es ist eine Bergmap. Bei mir sieht das aus wie Wasser und ein bisschen Inseln. Geil. Ja, es ist ja auch Wasser, ja, und Inseln. Wir haben und Berg. Wunderschönes Sommerwetter. Es ist so ein versteckter Hafen und wir haben die Seite mit dem versteckten Hafen. Okay. Ja, wenn du mal unter uns guckst, da unter uns ist dieser versteckte Hafen. Ja, guck's mir gerade an. Ist krass auf jeden Fall. Ja, in einer schönen Bergmap und schönem Wasser. So, mal gucken, ob hier die Frames halten mit Fraps. Ich bin mal gespannt. Ich nehme ja nicht so oft mit Fraps auf, tatsächlich. Lieber mit Open Broadcaster Software. Ich auch, apropos mein Streaming-Programm. Tatsächlich habe ich da aber jetzt gerade so einen kleinen Hass drauf. Denn, ja, die CSGO-Aufnahmen sind deswegen kaputt gegangen. Wo bist du? Ich bin ganz weit oben. Da ist eine La 5. Sehe ich nicht. Bei mir. Die fliegt doch da durch, ey. Shit, Leute. Shit, Leute. So. Oh. Kritischer Treffer. Okay, sie brennt. Der Arsch. Der Arsch brennt. Hab ein Flugzeug. Du warst zu weit weg. Ja, das beste Staffel geht ja nicht mehr. Ja, können wir trotzdem machen, kriegen wir Money für. Das stimmt, aber trotzdem. Ja. So, die La 7 mal fertig. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hättest du das jetzt gerade gesehen? Fliegt fast in den Berg hinein. So. Hinter der La 7 hinterher. Aber ich glaube, die holen wir gar nicht ein. Schade. So. Ich bin mal gespannt, wie wir das einteilen, ne? Ob wir es so machen, dass eine Folge von dir, eine Folge von mir und so kommt. Oh, noch ein Flugzeug zerstört. Dass wir das dann so aufteilen. Du, ich. Mal gucken, ne? Ne? Das müssen wir mal gucken, ja. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ich werde gerade verfolgt von einem Flieger. Ich werde gerade auch angegriffen, tatsächlich. Die feindliche Basis wurde zerstört. Das ist ja scheiße für die. Trotzdem verlieren wir Leben. Das ist ja auch cool. Komm schon, jetzt mach doch keinen Scheiß. Scheiße. Alter, und mein Mate hat mir fast mein Flügel abgerissen. Ja, moin. Da geht's richtig zur Sache. Ja, bei mir auch. Hammerman fliegt vor mir her. Hammerman. Also, warte mal, da, wo ist hier der Flugplatz von uns? Okay, ich muss mal dann kurz landen. Oh, Abschusshilfe, nice. Ja, Mann, ich bin voll weit oben. Geil. So. Ihr seht, der fliegt doch nicht mehr ganz gerade. Ich möchte lieber ein ordentliches, gutes Flugzeug haben, anstatt nur ein halb geiles, ne? Also, wo ein kleiner Schaden ist. Das ist immer ein bisschen blöd, weil, ja, kleiner Boah, Schaden. Boah, ich flieg voll in den Rhein, ey. Ein kleiner Schaden kann dir verdammt krass zum Verhängnis werden, tatsächlich. Denn ich kann mich zum Beispiel kaum noch drehen. Das ist leicht nervig mit einer Hurricane. Gerade mit einer Hurricane.
Ich fliege jetzt gerade der gleichen hinterher und ich kann sie nicht, ich kann die nicht verfolgen anständig. Ist leicht. Oh, komm mal. Warte mal, sind wir schon da drüber? Ne, fliegen noch zum Flugplatz. So. Ja, ich bin gleich da. Ja, ich fliege hinterher, ich muss gerade nachladen. Jetzt hat sie ein Problem. Ja, jetzt hat sie doppeltes Problem, weil jetzt kann ich ausschließen. Aber guck mal, ich kann mich nicht so gut drehen. Ich kann die gar nicht, ich hole die gar nicht ein. Kritischer Treffer. Jetzt ist sie am Arsch. Jetzt mach du sie weg. Die hält ab? Schieß aber nicht zu viel, weil du hast ja diese Geschütze, die schnell verklemmt. Ich hab's in Brand gesteckt. Abschusshilfe, ja. Nice. So. Ich bin jetzt gleich am Flugplatz. Muss ich mich verarzten lassen. Verarzten vor allem, ja. Ja, mein Flugzeug wird ja verarztet. Wo muss ich denn hier landen? Ah, da ist die Landebahn. Ja. Boah, ist die gut gebaut da rein, Alter. So. Und ganz langsam Rädel raus. Die Rädchen fahren wir aus. Wir haben die Initiative. Ich gehe weiter auf die Panzer. Ja, geil. So. Brav aufgesetzt, bremsen und immer. Oh mein Gott, ich heb nochmal ab. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Das kann mal passieren, ne? Ja, ich stürze jetzt ab. Ich stürze ab? Nee, ohne Witz jetzt. Scheiße! Das bin ich. Ja, moin. Ja, ist tatsächlich der geilste Platz. Ich bin hier auf dem Gras am Stehen und mich reparieren. Das ist stark. Ja, ist sowas. Ja. Finde ich tatsächlich auch mal was anderes. Also ist es mal was Schöneres so. Ja, nur ist ja natürlich jetzt doof für die Zuschauer, aber ich muss mich reparieren, ansonsten kann ich keine schönen Videos machen. Ne? Das stimmt. Ich will ja auch Kills machen, tatsächlich. Das habe ich vor. Ja, ich mache hier gut Kills. Ja, aber dir scheint auch gerade zu laufen. Ich habe ja auch gut Kills gemacht, aber ich wollte mich halt ja reparieren, ne? Das stimmt. Ansonsten kann ich keine Kills mehr machen. Das mit der Hurricane, da kam ich ja auch gerade kaum hinterher mit dem gleichen Flugzeug. Also von daher, ja, irgendwann muss ich was tun. So. Alter, oh, drehe ich mich jetzt wieder schnell. Das ist doch mal very nice. Ah. Und ein ordentlicher Start und Landung hingelegt. So soll das doch sein. So. Fliegen die erstmal voll ineinander. Das sah super aus. Die haben wir schon mal erreicht. Das ist schon mal richtig. Scheiße, ich bin tot. Ja, das habe ich gesehen. Aber immer war dein Name weg. So, wen können wir denn hier angreifen? Schön war das nicht. Kann ich dir sagen. Ja. Ich bin mal tatsächlich mal gespannt, wie das mit der höchsten Grafik aussieht bei Fraps. Ob das wirklich so gut aussieht wie bei mir oder ob das ein bisschen mehr ist. Ne? Das stimmt. Ab. Oh, beste Staffel. Hä? Wir sind kaum zusammengeflogen, tatsächlich. Gut, anstatt brauchen wir dafür nicht sehr viel. Ne? Ja. Waren halt keine, nicht so viele Staffeln bei uns drin, die wir überhaupt was gerissen haben. Nee, da war gar nichts. Läuft doch dann. Very, very nice. Ja gut, anstatt direkt die nächste. Ja, Moment. So. Instant rein. Ja. Oh, bald habe ich den Kometenpanzer auch. Das wird super dann. Kometenpanzer, ja. Und ich muss jetzt natürlich die ganzen Bomber und so erforschen, weil ich will ja endlich mal zu den etwas stärkeren Flugzeugen. Und das ist ja blöd, nicht die Bomber dann zu machen. Das ist auch korrekt. Und wenn dann komplett, ne? So. Sea Hurricane wieder rein damit. Ich habe nur ein Flugzeug gebraucht, das ist super. Höchstgeschwindigkeit 512 km/h pro Stunde.
So. Die Sea Hurricane ist dann sogar die stärkste, die ich habe, ey. Das ist super. So. Alles klar. Ja, die Musik setzt gerade bei mir ein. Da 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 da. Voll geil. Ja, kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Da 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 da. So genial. Ich bin mal gespannt, ob das bei Raps auch so gut später aussieht. Ich zoome gerade mal so ein bisschen in die weite Welt. Wie gehe ich ins Cockpit? V. So, jetzt macht ihr mal einen Unterschied. Macht ihr mal vielleicht einen zweiten Tab nebenan oder so. Und dann guckt euch mal mein Cockpit an, das von Frederik. Ja. Aber das wird sich ja hoffentlich bald ändern. Ja, hoffentlich hast du nicht keinen Grafikpech und. Ja, bis dann. Das ist, ey, wenn das ist, dann fick ich rum. Dann fick ich alle rum. Alles rum. Okay, wir fliegen jetzt eine, Hurricane im Cockpit. Ich will mal es mal versuchen. Da wird ein bisschen bescheuert bei, aber yo, ich schaff das. Okay. Ja. So, Jack. Rum. So. Ne, Jack greifst du an. Nee. Jack. Nee, Jack. Besser, eine Typhoon. Oder? Nee, ja, auch nicht. Geht ja aufs ganze Hart direkt. Alles klar. Wir hatten ein harter Typ, ey. Auf jeden Fall. Wenn die sich von hinten anschleichen. Ne, das sehe ich gar nicht. Wo ist die hin? Da. Ne, die schleicht sich doch gar nicht an. Die fliegt weiter. Die schleicht sich da an. Ich würde dir empfehlen, geh nicht auf die Spitfire. Die kann nix. Ja, okay. Wenn du... Jetzt macht sie dich. Ich hole sie nur nicht ein, aber ansonsten... Ich kann hier gar nichts. Das ist scheiße. Ich muss hier aus dem Cockpit raus. Dieses... Tut mir leid, ja, Alter. Das kommt da gar nicht klar. So. Der neue Hurricane, Junge, die dreht sich auch so richtig schwach, Martin. Technik, ey. Ich gehe in der Zeit weiter auf die Flux. Ja, ich bin schon beschossen worden. Das ist gar nicht geil. Nicht schlimm. Mach das. Ich bin beschossen worden. Ja, mach weiter. Hä? Willst du mir den Tod machen? Mach weiter, also, dass du abgeschossen wirst. Abschusshilfe ist mit Feier tot, was willst du? Digga, was willst du tun? Alter, ich bin gerade beinahe an der Leiche dran geflogen von der Spitfire. Du meinst an das Wrack? Ist eine Leiche. Ja, auf jeden Fall. Ab auf die IL-2 geradezu. Bei mir ist ein Feindflieger. Ich weiß gar nicht, wo bist du überhaupt? Was ist da? Nicht ich weit. Bereit. Ich bin nicht weit, mach dich bereit. Nikolaus, als ja, da kommt ein Feinflieger. Ja, da kommt ein Feinflieger. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Eine MiG-3. Ah ja, Kapitän. Ich greife die IL-2 an. Die MiG-3 kommt jetzt sofort zu mir runter. Ich mach sie mal. Gekillt. Komm zu mir. Ja, ich weiß gerade, ich guck mich gerade, also jetzt gleich um. Ich kann ja jetzt nicht schummeln und sagen, ich guck mich um, wenn ich hier gerade. Ja, sie kommt zu mir. Instant Hilfe. Siehst mich? Nee. Doch, du kommst doch fast zu mir. Nicht schießen. Spar die Muni. Da, hinter mir, die MiG. Die MiG 3. Wenn du die wegschießen könntest. Das wäre nice. Brauche ich nicht, die ist gerade in den Felsen geflogen. Ja, ich habe die Kiste bekommen. Mit meinem Bordschütz, weil die so dumm war. Das war nee, nice. Das nur, ich schieß gerade drauf, Buch. Geil. Das war richtig noobig von der. Sogar noch Zusammenarbeit bekommen. Ja, muss man mal sagen, das war richtig noobig von der jetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also. Ja. Da wollte sie wohl ein bisschen zu viel. Ja, die war ein bisschen zu schnell, aber auch. So, ich ja. Hab wieder Bomben nachgeladen, okay. Ja, schön blöd. Ne? So. Da hinten ist eine CR-42, das ist ein Doppeldecker. Die Falco ist das. Die mache ich aber. Oder du. Ist mir egal. Ich flieg auch mal hin. Vielleicht triffst du sie ja nicht und ich mach sie dann. Oder geh du auf die Typhoon.
Ich gehe auf die Zier. Danke. Ich muss nachladen. Verfolgt die da so lang. Beste Staffel! Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ausgleichende Kraft, was. Jetzt läuft's auf einmal, ne? Richtig gut. Ja. Here we go. Was? Boah, ich hab's jetzt aber auch mit Mario. Ja, gut. Hätte mehr Kohle sein können, Leute. Hätte mehr. Oh, ich hab Abzeichen. Ich hab 3600. Neues Abzeichen. Insignien der königlichen norwegischen Luftwaffe und Kokarde der Luftwaffe der Volksrepublik China. Ja, kann ich darauf verzichten, tatsächlich. So. Schnell! Oh, ich habe neue Knarre. Neue Knarren habe ich. Ja, gut. Was machen wir denn jetzt bei der Sea Hurricane? Erstmal einen dickeren Motor. Ja, und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was ich da so oder was ich da so schaffe in War Thunder. Ja, auf jeden Fall war's das jetzt. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Däumelein nach oben freuen. Abonniert diesen Channel, wenn ihr ja, meint, dass es die richtige Entscheidung ist. Und ja, ich meine, wenn ihr das für nicht mehr wollt, dann könnt ihr es auch wieder wegnehmen. Aber wenn ihr meint, jo, das lohnt sich, dann macht das. Wir freuen uns da natürlich darüber, wenn wir wachsen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video von War Thunder von mir. Oder von Frederik, wer weiß, ne? Ja. Ja, macht's gut, bis dann und ciao, ciao. Tschüss.